Servus, liebe Leute, hier ist wieder der Andi G von der Doppelsprosse und ich berate heute das Thema, warum wir uns eigentlich nach dem natürlichen Gesetz ernähren sollen. Ja? Warum wir eigentlich auf Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte vermeiden sollen, ja? Auch wenn die aus Biohaltung sind, alles Schwachsinn. Ja? Weil generell, du musst dir das mal vorstellen, wenn du Aufbauerweise nimmst, zum Beispiel die Wachstumfaktoren begünstigen. Ja. Das heißt, es werden dadurch Entzündungen, Tumore, Wucherungen, Schlacken im Körper zurückgelassen. Ja. Das heißt, normalerweise müssten wir auf tierisches Eiweiß verzichten, auf alle Arten von Eiern, ja, und natürlich auf die hochkomplexen Proteine, ja, die den ganzen Körper zerstören. Ja. Das heißt, normalerweise müssen wir abgebaute Aminosäuren nehmen. Ja. Das heißt, die müssen umgewandelt sein. Das heißt, die Eiweiße müssen eigentlich erstmal in Aminosäuren umgewandelt sein, damit unser Körper diese Eiweiße auch aufnehmen kann perfekt. Ja. Weil es bringt uns nichts, wenn wir schlechte Nüsse, ja, roh essen oder Kerne roh essen oder Hülsenfrüchte roh essen, bringt das uns gar nichts, ja. Wir müssen die fermentieren, ja. Weil auch die Japaner haben ja auch alles immer fermentiert, ja, beispielsweise. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eigentlich alle Sachen keimen soll. Keimen und dann fermentieren anschließend, ja. Weil dadurch kannst du die ganzen schlechten Proteine abbauen und es werden bessere Proteine wieder aufgebaut. Ja? Das heißt, die Biokatalysatoren, Enzyme, die ganzen Proteine, die es alles gibt, ja, können wieder besser in deinen Körper aufgebaut werden. Ja? Deswegen seid euch bewusst, dass ihr wirklich nur bewusste, eiweißreiche Nahrung zu euch nehmt. Keine falsche, ja. Ne? Weil generell, wenn du jetzt Eier nimmst, ja, oder Fleisch oder Käse und so oder Fische, verschleimt das deinen ganzen Körper, ja? Weil der Mensch besteht ja auch aus Schleim und die Tiere auch und all die kompletten Eier, ja. Deswegen meide die komplett, ja. Bei Eiern ist es auch noch das ganz harte Problem, ja? Kann ich euch sagen, warum, ne? Egal ob, ihr könnt mir erzählen, aus dem natürlichen Anbau gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das war vor Jahrzehnten. Vor Jahrzehnten. Jetzt gibt es das nicht mehr. Das ist schon ausgestorben. Ist schon ausgestorben. Ihr könnt mir keine Ausreden mehr sagen. Ja? Bitte. Wenn ihr mir eine Ausrede dafür sagt, dann müsst ihr es mir auch richtig belegen. Ja? Aber dann wirklich. Ja? Aber ich halte nichts von Eiern, nichts von Fleisch, von Fisch. Ja? Das verstopft deinen ganzen Körper, ja. Und deswegen, warum sollte ein Huhn dir ein Ei geben? Warum? Warum soll dir ein Huhn ein Ei geben? Warum? Ergibt doch keinen Sinn, oder? Das Ei soll eigentlich nur zur Fortpflanzung dienen des Huhns, ja. Aber die Leute verstehen es nicht und fressen Eier und verschlacken ihren ganzen Körper und wundern sich danach, warum sie dann so, ja, voller Schlacken sind. Warum sie Krankheiten bekommen, warum sie eine Eiterung bekommen. Ne? Klar, du musst halt normalerweise Eier, Fleisch und Dings da fermentieren, ja? Wenn du schon klug bist und nicht in roher Qualität. Ich sag alles roh, auch Rohkost, vegane Rohkost oder Fleischrohkost oder Eierrohkost oder Fischrohkost. Darfst du nicht roh verzehren, du musst alles fermentieren, keimen, damit es wieder lebendig wird. Du darfst es nicht im toten Zustand essen, sonst tötet es deinen Körper. Das ist die einzigste Ausnahme. Das ist die einzigste Ausnahme, die du als Fleisch, Fisch und Eieresser machen kannst. Fermentieren. Das ist die einzigste Option. Alles andere kannst du vergessen, ja. Wirklich. Weil alle Aufbaueiweiße wie Samen, Körner, Bohnen, Nüsse, Eier, Milch, Fleisch, Fisch sind alles Aufbaueiweiße, ja. Die letztendlich aber deinen Körper krank machen, ja. Aber diese Aufbauweise müssen wir in Aminosäuren umwandeln, damit die besser verwertbar sind. Ja? Weil dann
lassen die kein Eiter, keine Eiterung in unserem Körper zurück. Und wir können besser damit umgehen, sag ich mal. Ja. Deswegen wundere dich nicht, warum fermentierte Nahrung sauer schmeckt, aber dann basisch verstoffwechselt wird. Ja. Das ist halt der krasse Vorteil. Ja. Und darum sei dir bewusst, dass du täglich fermentierte Nahrung zu dir nimmst. Fermentierte Nahrung ist der Schlüssel zum Erfolg. Egal, ja. Aber ich sag dir trotzdem, Eier, Fisch und Fleisch steckt viel Leid drin. Es steckt Leid drin. Ja. Letztendlich, ob es Bio oder nicht Bio ist, spielt keine Rolle. Das Prozedere ist das Gleiche, wie die geschlachtet werden oder ja, getötet werden. Ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Vielleicht ist das eine besser, bisschen besser, das Fleisch, weil es länger gute Seelen hatte, aber das andere vielleicht nicht so, ja. Aber letztendlich ist es dasselbe. Ja. Deswegen, sei dir bewusst, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Kerne, Körner, sowas gar nicht im rohen Zustand verzehren. Gar nicht. Ja. Auch nicht im gekochten Zustand. Ist ja noch schlimmer, weil der Schleim dann drinnen bleibt sogar, gespeichert. Der kann sich nicht raussetzen, der mehr. Der ist dann sozusagen gefestigt. Das heißt, durch das Kochen wird der Schleim fest und setzt sich dann in deinen Körper rein. Ja? Deswegen, Fermentation baut alles ab, baut den ganzen Schleim ab, wenn du es noch einweicht, perfekt eigentlich. Ja? Deswegen, eigentlich fermentierte Nahrung, wenn man eigentlich wirklich klug denkt, ernährungsbedingt, ja, dann passiert ja auch nichts mehr. Passiert ja wirklich nichts mehr. Ja? Deswegen, sei dir bewusst, eigentlich normalerweise müssen wir auf natürliche Nahrungsmittel zurückgreifen. Ja? Das heißt, natürliche Nahrungsmittel, Wildkräuter normalerweise, ja. Steinfrüchte, die am Baum hängen beispielsweise, ja. Mandeln, Cashews, Walnüsse, ja. Die vom Baum fallen, Früchte, die auch auf dem Baum sind, ja. Ja. Weil generell, die einzigste Nuss ist ja nur die Haselnuss. Alles andere sind ja Früchte, Pistazie, Kokosnuss, Cashewkerne, Walnüsse und alle weiteren Sorten sind alles Früchte, botanisch gesehen. Sind gar keine Nüsse. Das ist immer Falschgerederei. Ja, du kannst so viel davon essen, wie du willst, eigentlich normalerweise. Aber nur im fermentierten Zustand, nicht im rohen Zustand. Im rohen Zustand sollst du überhaupt nichts viel verzehren. Nur in gemäßigsten Maßen und wenn, dann nur eine Handvoll. Ja. Deswegen, Früchte, das ist wieder ein anderes Punkt, ja. Das Problem, Früchte machen aber zuckersüchtig, ja. Das sage ich euch. Warum? Zucker macht dich süchtig. Macht dich süchtig. Das kenne ich. Ich kenne das. Du kannst vielleicht davon viel verzehren, weil dein Körper Glucose sofort aufnehmen kann, ja. Oder Fructose, ja, beispielsweise. Ja? Könnte sofort verwerten, ja. Aber letztendlich entstehen da diese Alkoholfusen, ja, weil es gärt trotzdem das Essen, ja. Es muss gären auch in der Zeit, ja. Und deswegen sage ich, vermeide das einfach, ja. Genau, dann noch zum Fleischpunkt. Da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man eigentlich nur den Fleischsaft trinken soll. Ja? Wie beim Obstsaft oder Gemüsesaft oder Sprossensaft. Ja? Du solltest eigentlich nur den Fleisch-, Fisch- oder Eiersaft trinken. Aber wie geht das? Ja? Das ist jetzt wieder die Frage, wie man das schafft. Gell? Ja, du müsstest, wenn das Fleisch ausgepresst, ausgerollt oder ausgebrannt und noch krankenmachend ohne Kräfte, zieht es wirklich viel Energie heraus. Ja? Das heißt, du müsstest normalerweise eine Fleischbrühe oder nicht eine Fleischbrühe, sondern du müsstest dich, wenn Fleisch ohne den Saft genossen wird, so ist das eine hervorragende Nahrungsmittel, die schneidet Saft und Blut immer aus, sie machen krank für zu Rheuma und Gicht, genau. Das heißt, eigentlich normalerweise musst du die Säfte separat austrennen. Ja? Die Säuren, die Säfte, du musst alles zerlegen in ihren Strukturen. Und dann darfst du eigentlich nur eine von der Fleischsorte nehmen. Zum Beispiel darfst du nur das Fleischsaft nehmen oder nur das Fleischeiweiß oder das Fleisch, die Fleischsuppe oder die Fleischbrühe. Das dürftest du nur nehmen. Eins von den drei oder eins von den vier, je nachdem. Ja. Du musst aber alle zerlegen. So ist es auch bei der Fermentation. Es wird alles zerlegt. Alles verwertbar wieder gemacht. Ja. Und so musst du es dir vorstellen. Ja. Das heißt normalerweise, diesen Aufwand, ja. Klar ist er aufwendig, aber so kannst du eigentlich deine Aminosäuren perfekt
beibehalten. Ja. Und dann gab es noch, genau, vom Dr. Steindl, der hat jetzt so eine Fleischbrechung gehabt. Und die sollte in keinem Haushalt fehlen, ja, weil durch die Fleischpresse kannst du die ganzen 16 Säuren und die Abfallstoffe alle ausscheiden. Ja. Also können dann besser verwertet werden im Körper, weil das ist dann dadurch weg. Ja. Aber ich würde trotzdem noch dir sagen, dass du es trotzdem fermentieren solltest, ja, wenn du Fleisch isst, ja, noch, ja. Aber aus meiner Sicht normalerweise, wenn du Tiere liebst, esse bitte kein Fleisch. Esse bitte kein Fleisch oder kein Fisch oder Eier. Du nimmst nur Hormone und du nimmst nur Sehnen, schlechte Sehnen zu dir auf und hast ein schlechtes Gemüt. Ja. Deswegen nimm lebendige Nahrung, die auch auf den Bäumen in der Himmel, immer Himmelsnahrung, sag ich, die auf den Bäumen wachsen oder auf Gebüschen oder auf den Boden wachsen, also Wildkräuter oder so. Ja. Oder wenn es noch eine Permakultur ist, noch mit guten Humusboden, wo noch Mikroorganismen sind, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Ja. Das ist kein Problem. Ja. Aber alles andere musst du vermeiden. Ja. Alles andere bitte vermeiden. Weil warum so viel jetzt Veganer oder Rohveganer jetzt wieder auf Eier, Fisch und Fleisch sich umstellen? Das frage ich mich auch irgendwie komischerweise. Warum? Weil denen was fehlt. Ihnen fehlt was. Erstens, das Qi fehlt denen. Das Qi, kann ich euch sagen, sofort. Das Qi ist die Nummer 1. Wenn du nicht dein Qi hast, dann ernährst du dich wieder kacke. Du gehst wieder zurück in die Zeit, weil du sagst dir, ach, Rohkost, ich war nie satt, sagst du dir dann, als ersten Grund, ja. Dann als weiteren Grund sagst du dir, ja, aber ich war nie satt von dieser veganen Kost und es gab so wenig Möglichkeiten. Das ist faule Ausrede, es gibt so viele Möglichkeiten, kann ich dir 1000 Rezepte geben und du wirst glücklich sein, noch glücklich sein, ja. Viertens, du denkst dir vielleicht, ja, was habe ich davon? Was habe ich davon von dieser veganen Rohkost? Ja, was habe ich von dieser fermentierten Kost, Rohkost? Ja, was habe ich davon? Ja, du hast davon viel. Du wirst lebendig. Innen lebendig wirst du, ja. Deswegen, keine faulen Ausreden und geh nicht zurück wieder. Ja, und isst Fisch oder Fleisch oder Eier. Das ist alles faule Ausreden. Wenn, dann fermentierst wenigstens. Das kann ich dir noch erlauben, wenn du es wirklich, wenn du nicht auf das verzichten kannst, dann fermentier's aber bitte, ja. Dann ist alles okay, sage ich noch, ja. Trotzdem nimmst du ein Leid mit, aber trotzdem die Mikroorganismen machen das Leid weg wieder, ja. Das heißt, die zerfressen das Leid, ja. Ja, und fünftens, du musst dich selbst lieben. Du musst dich selbst lieben und fasten. Fasten. Wenn du fastest, hast du nicht diese Gelüste. Verspreche ich dir. Du wirst diese Gelüste nicht mehr haben. Du sagst dir, ach, ich will jetzt Schokolade heute. Ich will heute das. Ich will das heute. Ich will das heute. Ich will das heute. Was hast du für einen Kopf davon? Hab einen Fastenkopf und du bist voll frei. Du hast gar nicht diesen Gedanken. Du bist völlig frei. Keiner nervt dich. Du genießt dieses Fastengefühl. Das ist so schön. Ja. Deswegen, bleib auf deiner Ebene. Klar, steiger es langsam und natürlich runter, ja, hoch oder runter, ja, langsam, ja, Step by Step. Bei mir war es auch ein langer Weg. Ja. Ich habe mich auch ganz zur Anfangszeit schon 90% vegan ernährt, 10% noch omnivorisch, ja. Aber dann ging es immer bergauf, mehr und mehr, ja. Und durch das regelmäßige Qi, mittlerweile beten wir auch jetzt mal sehr viel, ja. Deswegen ist ja auch alles Art von Beten, Yoga, sage ich mal, sein Qi machen, also seinen Kopf erden auf dem Boden, ja, wie die Muslime das machen auch immer, ja. Das sind alles Arten von Beten, Gebeten, ja. Deswegen, das ist viel wichtiger, dass deine gute Seele, dass deine Gebete, dass deine Qi-Aura, dass deine Seelenkraft mehr rauskommt. Alles andere, Ernährung, das ist eigentlich, was man da eigentlich für Studien macht, das ist irrelevant eigentlich normalerweise. Ja. Deswegen, lasst es einfach und konzentriert euch lieber. Ich sage ja immer 2, 98%. 2% macht nur die Ernährung aus. Und so viele machen damit 98% Turbulenzen. Ja. Deswegen, ich rede nur jetzt über das Ernährungsthema, weil ich 98% euch die Wahrheit sagen wollte.
wollte. Ja? Weil 2% davon Lügen immer verbreitet werden. Ja? Deswegen. Und die anderen denken wieder auf den Kopf. Denken 98% ihrer Ernährung ist das Wichtigste ihres Lebens. Aber es ist Nonsens. Es ist einfach Nonsens. Ja? Ob du jetzt von Doktoren redest, ja, der hat dir das jetzt gesagt, diese Studie, ja, dass man das nehmen muss. Sei deine eigene Studie. Sei deine eigene Studie. Ich bin meine eigene Studie. Ich verzehre meine fermentierte Nahrung, das wahrscheinlich noch keiner erforscht hat, was da drin ist für Nährstoffe. Das. Aber weißt du was? Ich fühle mich mit dieser mikroorganismischen Nahrung perfekt, weil es meine Babys sind. Es sind meine Babys, die ich mir verleibe. Und die beleben mich wieder. Und machen mich jung. Ja? Deswegen Babyhaut habe ich auch selber. Ja. Beste Babyhaut, kein Bart. Ja. So muss es sein als ja, junger Erwachsener sein. Ja. Ja. Keine Babyhaut. Ja. Reine Babyhaut. Reine Babyhaut. Ja. Ja, so muss es sein. Gepflegt. Ja. Und so möchtet ihr auch vielleicht sein. Ja. Ja. Deswegen fastet viel. Fermentation. Flirtet viel. Fastet viel. Fliegt viel und macht auch viel Meditation, Chi-Training und dann werdet ihr vorankommen. Euer DG, nur Doppelsprost, sagt bye bye, stay tuned, hey.